Einer der beliebtesten Ausflugsziele in Sachsen ist die Sächsische Schweiz. Viele Besucher nutzen die Eisenbahnstrecke Dresden-Prag, welche seit 40 Jahren elektrisch betrieben wird. Elektromobilität ist heutzutage in aller Munde. Doch so jung ist dieser Gedanke nicht mehr. Schon zur Wendezeit zum 20. Jahrhundert hat man darüber nachgedacht, sich mit Hilfe elektrischer Energie fortzubewegen. Viele Erneuerungen haben Einzug gehalten in das gesellschaftliche Leben. Eine davon ist die Straßenbahn, mit deren Hilfe man nun in einer Stadt schnell von einem Punkt zum anderen gelangen konnte. Die Kirnitzschtalbahn ist eine der kleinsten Straßenbahnbetriebe und der einzige, welcher in einen Nationalpark einfährt. Von Bad Schandau aus begleitet man das Flüsschen Kirnitz auf seinen Weg. Um den Fremdenverkehr zu fördern, kamen bereits um 1870 erste Pläne zum Bau einer Pferdebahn durch das Kirnitzschtal auf. 1897 wurde mit dem Verlegen der Gleise begonnen. 1898 wurde die Bahn in Betrieb genommen. Eine Besonderheit ist das Zugstabsicherungssystem. An einer der zwei Ausweichstellen der Straßenbahn müssen diese in unterschiedlicher Farbe gekennzeichneten Stäbe übergeben werden. Nur mit der richtigen Farbe darf in diesen Abschnitt eingefahren werden. Das für die Versorgung der Bahn gebaute Kraftwerk versorgte später auch die umliegenden Dörfer mit elektrischer Energie. Heute werden im Schnitt 30% der Versorgung der Triebwagen durch eine Photovoltaikanlage gedeckt. Wer einsame Waldpfade und wildromantische Schluchten liebt, der findet hier bestens ausgewiesene Wanderrouten. Der Zustieg in die Straßenbahn ist an 8 Haltestellen möglich. Nach 8 Kilometern Einfahrt in die Endstation. Hier soll es eine kleine Sensation geben, für die schon Touristen des 19. Jahrhunderts hierher wanderten. Alle halbe Stunde fließt ein aufgestauter Dorfbach über die Felsen, der Lichteneiner Wasserfall. Früher gab es dafür bezahlte Wasserfallzieher. Heute geschieht dies automatisch. Nicht nur die Kirnitzschtalbahn wurde hier in der Nähe durch elektrische Energie angetrieben. Und dorthin entführe ich sie jetzt. Seit 1901 wurde hier in Königstein die erste gleislose Bahn erbaut. Viel zu sehen ist davon heute nichts mehr. Damit wir uns dennoch eine Vorstellung machen können, wie sie einmal ausgesehen hat, entführe ich sie nur nach Wehlen, in dem Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz. Im Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz sind viele Felsformationen, Bauwerke und andere Sehenswürdigkeiten der sächsisch-böhmischen Schweiz detailgetreu aus echtem Sandstein nachgebildet. Auch die gleislose Bahn aus Königstein kann man hier bestaunen. Von Juli 1901 bis September 1904 fuhr der Oberleitungsbus vom Viaduktplatz in Königstein über Hütten nach Bad Königsbrunn. 12-mal am Tag beförderte dieser auf der 2,8 Kilometer langen Strecke Personen und Güter. Nach 3 Jahren wurde die Billertalbahn aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Die gleislose Bahn hatte ihre Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt und wurde nach Wurzen verlegt, wo sie über 20 Jahre in Betrieb war. Wir sind nun am Ende unserer kleinen Reise. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich mal bei einer Fahrt in der Kirnitzschtalbahn oder beim Besuch des Miniaturparks Kleine Sächsische Schweiz.